Dank. Und ich begrüße Sie auch sehr herzlich und freue mich, dass Sie hier sind und heute Abend meinen Vortrag hören möchten. Ich werde meinen Vortrag vorlesen und hoffe, dass es verständlich sein wird. Und möchte vorgehend mich entschuldigen, denn ich war wirklich erkältet in der letzten Zeit und ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit mit Husten verbringen werde. Aber wenn ich eine kurze Pause brauche, dann entschuldige ich mich dafür. Der Titel meines Vortrags: Der Glaube als Erkenntnisakt im Denken Edelsteins. Als 1922 Edelstein auf die Empfehlung ihres damaligen geistlichen Vaters, Prälat Schwind, in Speyer eine Lehrstelle bekam, war im Leben Edelsteins alles in Bewegung. Im vorigen Jahr ist sie in der katholischen Kirche eingetreten. Sie war über ihren ersten gescheiterten Habilitationsversuch und doch hatte sie schon eine wissenschaftliche Vergangenheit mit mehreren Selbstarbeiten und wissenschaftlichen Kontakten hinter sich gelassen. Ihre Entscheidung für die Übernahme der Lehrtätigkeit in Speyer kann einerseits so verstanden werden als eine Verlegenheitslösung, die gegen die Aussichtslosigkeit in akademischem Fortschritt entschließen musste. In dieser negativen Hinsicht bedeutete also die Speyerer Zeit einen Rücktritt im Edelsteins Leben, als Stein trotz der bisherigen wissenschaftlichen Erfolge von der akademischen Karriere verzichtet und stattdessen eine Erziehungs- und Lehrerinarbeit übernommen hätte. Als hätte sie sich trotz dem lebendigen Wissenschaftskarriere neben dem isolierten Klosterleben entschließen. Im positiven Sinn ist aber diese Zeitstrecke die fruchtbarste Periode im Leben Edelsteins, als ihr die allgemeinsten Einflüsse betrafen und ihre Philosophie eine erfrischende Richtung gaben. Erster Punkt: die ersten religiösen Erfahrungen. Edelsteins philosophische Einstellung, ihre milde Abweichung von der husserlischen Phänomenologie, hat sich allmählich entwickelt. In ihrer Studienzeit fand sie neben Husserls und Adolf Reinachs Philosophie auch Max Scheler bedeutungsvoll, der nicht Husserl-Schüler sei, sondern selbstständig die phänomenologische Methode gefunden habe, so Edelstein. In dieser Zeit ist Scheler zur katholischen Kirche zurückgekehrt und seine katholischen Einsichten phänomenologisch interpretiert. Das war Edelsteins erste Berührung mit der katholischen Welt, wie sie es in ihrer Autobiografie schrieb. Ich zitiere: Das war meine erste Berührung mit dieser bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Nicht umsonst wurde uns beständig eingeschärft, dass wir alle Dinge vorurteilslos ins Auge fassen, als Scheuklappen abwerfen sollen. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen. Und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung aufblickte, lebten darin. Ende des Zitats. Wenn Schelers Einsichten sich nicht zum Glauben führten, doch eröffneten ihr eine Welt, die am Weg des Glaubens ein Ausgangspunkt sein könnte. Im Allgemeinen sollte es man trennen, wie man die Bekehrung von Edelstein Schritt für Schritt verfolgt und wie sich ihre wissenschaftliche Entwicklung entfaltet. Trotzdem ist es bemerkenswert, wie im Leben Edelsteins diese zwei Leitlinien einander ergänzten und zusammen das Geistesleben Steins geformt haben. Um den Hintergrund der religiösen Einflüsse an Stein besser zu verstehen, müssen wir auch einen Blick auf den Zeitgeist werfen. Denn
Den Ausgangspunkt zum Interesse für das religiöse Phänomen gaben das im Jahr 1909 von Rudolf Otto neu veröffentlichte Buch »Die kantfriesische Religionsphilosophie« über die Religion Friedrich Schleiermachers im Jahr 1905 und das nachfolgende Buch Rudolf Ottos »Das Heilige« im Jahr 1917. In den Notizen zur Vorlesung über die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik referiert Heidegger sowohl Ottos Buch als auch Schleiermachers Reden. Ottos Buch machte Heidegger 1980 Husserl bekannt, das auf ihn so stark gewirkt hat, wie kaum ein Buch seit Jahren, und das er als einen ersten Anfang für eine Phänomenologie des Religiösen gehalten hat. Obwohl Husserl sich selbst, wie derselbe Brief verrät, nicht für religiöse Fragen taulich hielt, fanden die religiösen Fragen ihren Ursprung in der husserlischen Phänomenologie. Er schreibt darüber in einem Brief an Rudolf Otto das folgende: Meine philosophische Wirksamkeit hat doch etwas Merkwürdig-Revolutionierendes. Evangelische werden katholisch, katholischen evangelisch. Ich habe denke nicht ans Katholisieren und Evangelisieren, nicht weiter willig, als die Jugend zu radikaler Redlichkeit des Denkens zu erziehen, zu einem Denken, das sich davon hütet, die ursprünglichen und für alles vernünftige Denken notwendig sind, bestimmenden Anschauungen durch verbale Konstruktionen, durch Begriffsblendwerke zu verhüllen und zu vergewaltigen. Ende des Zitats. Fast in demselben Jahr, wenn Heidegger das geschichtliche Phänomen von dem religiösen Leben ableitete, also am Anfang der 20er Jahre, weil er dieses für die authentistischste Lebensform hielt und sein, wie Frau Professor Gerfalkowitz formuliert, Gegenweg aus der Kirche mit dem Widerspruch zwischen religiösem a priori und System, zwischen Mystik und Scholastik begründet, schrieb Edith Stein in einem Brief an Roman Ingarden über das Zusammenrücken von Religion und Geschichte bei den mittelalterlichen Chronisten, die die Geschichte zwischen Sündenfall und Weltgericht entspannen. Für diese frühen phänomenologischen Betrachtungen Edith Steins ist charakteristisch, dass die religiösen Phänomene direkt aus der Geschichtlichkeit der Religion abgeleitet werden wollen, wo sich hinter der philosophischen Untersuchung eine methodische Fragestellung der Phänomenologie verbirgt. Damit ist zu beobachten, dass die frühen religiösen Entscheidungen des Privatlebens, womit Edith Steins Briefe an Roman Ingarden am Ende der 10er Jahre beschäftigten, diese Lebensform von der philosophischen oder wissenschaftlichen vollkommen abgetrennt sahen. Diese Tatsache lässt sich daraus folgen, dass die Religiosität Edith Steins nicht nur wissenschaftlich, sondern sich auch in existenzieller Hinsicht hineingezogen hat. Wenn zum Beispiel Edith Stein über ein durchaus positives Christentum schrieb und ihr damaliges Leben wie ein Wiedergeburt charakterisierte, die noch innig verknüpft mit den Erlebnissen des letzten Jahres und die sie nie in irgendeiner Form von ihnen loslassen werden, dann machten diese seelischen Erfahrungen die Änderung in der philosophischen Entwicklung weniger sichtbar, auch wenn sich im tiefen Inneren das spätere philosophische Gerüst der religiösen Erfahrungen formuliert. Zu einem des Initiators der phänomenologischen Auswertung der religiösen Phänomene zählte Adolf Reinach, dessen an der Front geschriebenen religiösen Aufzeichnungen auch auf Heidegger einen großen Einfluss ausgeübt haben, und Husserl selbst würdigte in seinem Nachruf auf Reinach die wegweisende neue Richtung der religiösen Phänomenologie. In diesen Aufzeichnungen macht Reinach auf die Gemeinsamkeit der sozialen und Gefühlsakten der Religion aufmerksam und betont,
dass sowohl die sozialen Akte als auch die religiösen Akte solche nicht objektivierenden Akte seien, die von objektivierenden oder Gegenstandsakten vorausgesetzt sind. Die Kategorien der Dankbarkeit, Vertrauen, Liebe und dergleichen fungieren durch die fremdpersonalen sozialen Akte, die in der Aktintention eine Reaktion des anderen gegenüber voraussetzen. Diese sozialen Akten ermöglichen eine Verbindung nicht nur in der zwischenmenschlichen Sphäre, sondern zwischen Menschen und Gott. Die Dankbarkeit, die sich einerseits gegen eine andere Person gerichtet hat und in den sozialen Akt konstituiert wird, wird gegenüber Gott als gegenstandsloser Gefühlsakt erfasst. Nach dem Tod Reinachs sortierte Edelstein den Nachlass seines ehemaligen Lehrers und stieß darunter die religiösen Aufzeichnungen auf Adolf Reinach an. Die von Reinach stammenden religiösen Ausdrücke wie religiöses Erlebnis, Gottes Erlebnis und Erlebnis des Geborgenseins befunden sich in Spuren in Edelsteins Dissertation im Zusammenhang der Personenfrage und ließen Edelsteins Gedanken auch um die Methodenfrage der Phänomenologie herumzirkeln. Wie sie ihre Problematisierung in einem Brief an Roman Ingarden formulierte, lassen sich die Personenerfahrung und Gotteserfahrung in einer gemeinsamen Aktintention ableiten. Und diese Gemeinsamkeit der beiden führt uns zur Phänomenologie der Geschichtlichkeit in eine erneute Formulierung der Methodenfrage der Phänomenologie verlangt. Es ist, ich zitiere, unmöglich, eine Lehre von der Person abzuschließen, ohne auf Gottes Fragen einzugehen, und es ist unmöglich zu verstehen, was Geschichte ist. Zitat Ende. Erst im Jahr 1921 mündete die persönlich-religiöse Anregung Edelsteins im Plan einer religionsphilosophischen Abhandlung ein und Stein stieß gleich an die Grenzen der bisherigen Methoden. Beachtenswert ist von dieser Zeit der stetige Briefwechsel mit Ingarden über die Rolle und Stellung der Metaphysik gegenüber der Phänomenologie, welche allerdings in die Richtung der Seinsfrage führt und diese in der gemeinsamen Methode begreifen lässt. Ich zitiere, man kann zusammen Phänomenologie nach der reinen Methode Philosophia strenge Wissenschaft treiben und in der Metaphysik einen diametral entgegengesetzten Standort haben. Zitat Ende. So Edelstein am Anfang der 20er Jahre, als sie unter Metaphysik den Anspruch aller wissenschaftlichen und aller philosophischen Untersuchungen auf die Wahrheitserkenntnis versteht. Die Phänomenologie als erste Philosophie im Sinn einer Metaphysik wird auch Edelsteins phänomenologische Auffassung der 30er Jahre thematisieren, wo die Phänomenologie als Grundwissenschaft, als prima Philosophia und zugleich als Philosophia Universalis in Anspruch zu nehmen ist, weil sich in ihr und nur in ihr alle philosophischen Probleme stellen und lösen lassen. Während der Ausdruck prima Philosophia im Sinn der Phänomenologie sich auf die grundsätzliche Methode der Erkenntnis bezieht, versteht der Thomismus unter erste Philosophie die Ontologie der grundlegenden Seinsfrage der Philosophie. Aus der als Philosophia perennis bezeichneten Ontologie wird die Problemstellung der Konstitution der transzendentalen Phänomenologie in der Frage bestimmt, ob es eine Möglichkeit für die Aneignung der Konstitutionsproblematik von der Philosophia perennis gäbe, ohne die Scheidung zwischen den Cogitationis und der Cogitata als unterschiedliche Seinsweise des transzendentalen Idealismus überzunehmen. Zweiter Punkt. Metaphysik als methodologischer Hintergrund des Philosophierens. Es ist kein Zufall, dass Edelstein in der Mitte der 20er Jahre den Einfluss des Glaubens auf diejenige Metaphysik, die sie unter der strengen phänomenologischen Methode verstehen will, problematisiert und den Glauben
als eine Frage der inneren, individuellen Entscheidung für die Weltanschauung analysiert hat. Metaphysik kann, so schreibt Eichstein, nur auf eine Philosophie, die so kritisch wie nur möglich sein soll, kritisch freilich auch gegen eine eigenen Möglichkeiten und auf eine positive, das heißt auf Offenbarung gestützte Glaubenslehre aufbauen. Zitat Ende. Diesen im Jahr 1926 aus dem Kloster St. Magdalena geschriebenen Brief folgte ein Jahr später ein weiterer im Anschluss an die Diskussion über den Glauben. Wenn auch auf indirekte Weise erleuchtete Stein in diesem zweiten Brief die religiöse Erfahrung durch die persönliche Entscheidung, die nicht in einem Schlag in der unmittelbaren Anschauung Gottes begreifen ließ, sondern während der lebenslang dauernden, ständig religiösen Impulse, in denen man auf eine Entscheidung gegen oder neben Gott gezwungen würde. Das Ziel ist also nicht die möglichst präzise Korrelation Gottes, wie es in der phänomenologischen Anschauung durchgeführt, die allmähliche Transition in der Anschauung von Erkenntnis zum Glauben. Ich zitiere den Brief an Roman Ingarden. Es ist nicht nötig, dass wir bis zum Ende unseres Lebens zu einem Rechtsausweis der religiösen Erfahrung kommen. Aber es ist notwendig, dass wir zu einer Entscheidung für oder wider Gott kommen. Das wird von uns verlangt, uns zu entscheiden ohne einen Garantieschein. Das ist das große Wagnis des Glaubens. Der Weg geht vom Glauben zum Schauen, nicht umgekehrt. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Zitat Ende. Damit lässt sich die Hinrichtung auf die Seinsfrage durch das Einzelleben hindurch in der Problematik des Glaubens begreifen, welcher um den Zusammenhang von Glauben, Metaphysik, Phänomenologie zirkelt und erst in der späteren Zeit in dem Weltanschauungsproblem seinen Ruhepunkt findet. Diese Beschreibung des Glaubens, dessen Legitimität in der eigenen Entscheidung für eine solche Weltanschauung liegt, die den Glauben als eine Erkenntnisweise neben der Vernunft anerkennt, bietet den Ausgangspunkt in der phänomenologischen Bestimmung der Seinsfrage. Dritter Punkt. Die Auseinandersetzung zwei metaphysischen Einsichten. Die Verwirklichung der Philosophia Perennis in der christlichen Philosophie. Die parallel mit der Übersetzung von dem heiligen Thomas von Aquinos Werk Questiones Disputati di Veritate verfasste Abhandlung über Husserls Phänomenologie und die Philosophie des heiligen Thomas von Aquino, zuerst in Dialog von Was ist Phänomenologie? Ein Gespräch zwischen Edmund Husserl und Thomas von Aquin, die Stein als die erste erkenntnistheoretische Auseinandersetzung der zwei philosophischen Richtungen bezeichnet hat. Sie erarbeitet die zweifache Denkmethode in Rücksicht auf die Erkenntniswelle des Glaubens. Die Problemstellung der Erkenntnismethode des Beitrags aus dem Jahr 1929 wollte zum ersten Mal beweisen, wie sich die Erkenntnismethode der Phänomenologie aus dem Glauben profitieren lässt. Denn der Glaube wurde im Thomas-Sinn nicht als ein Gefühl oder sonst etwas Irrationales verstanden, sondern unter Ratio bestehen alle Erkenntnismöglichkeiten, die zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Gehört der Glaube zu den Erkenntnismitteln derjenigen Wahrheiten, die bewusstseinsmäßig nicht eröffnet werden können. Ich zitiere, wenn der Glaube, so Stein, Wahrheiten erschließt, die auf anderen Wegen nicht zu erreichen sind, so kann die Philosophie auf diese Glaubenswahrheiten nicht verzichten, ohne einmal ihren universellen Wahrheitsanspruch preiszugeben. So ergibt sich eine materielle Abhängigkeit der Philosophie vom Glauben. Zitat Ende.
Wenn die Phänomenologie im Sinn der modernen Methode der Philosophie die Absicht hat, die Möglichkeit der Erkenntnis in jedem Bereich den Menschengeist zu enthüllen, dann muss sie sich die Gewissheit des Glaubens zu eigen machen. Der eindeutig von der Thomas-Hinsicht abgeleitete Gedankengang, dem das Verhältnis von Glauben und Wissen nie fragwürdig wird, flankiert die Problematisierung der modernen philosophischen Methode, welche die Vernunft in der empirischen Unterscheidung jenseits des Gegensatzes von natürlichem und übernatürlichem versteht, das heißt, weder von der Vernunft des Menschen noch von der eines übermenschlichen Wesens spricht, sondern von der Vernunft als solcher. Diese Radikalisierung der Erkenntnis auf die grenzlose Vernunft folgt in der Fragestellung, dass für Husserl die Vernunft der einzige Weg der Erkenntnis sei und dass die Wahrheit nichts anderes als eine Idee sei, die in einem unendlichen Prozess verwirklicht werden müsse. Demgegenüber verstehe Thomas unter Ratio sowohl eine natürliche als auch eine übernatürliche Vernunft, eine menschliche und eine göttliche Erkenntnis, welche hierarchische Bestimmtheit zur Absteckung der Grenzen der natürlichen Vernunft führt. Der eine Weg der natürlichen Vernunft, der um zur Erkenntnis der Offenbarungstatsachen beizutragen, mit der Erkenntnismöglichkeit des Glaubens ergänzt werden muss, wird doch die Frage liegen lassen, wie auf die natürliche Vernunft basierende Phänomenologie mit dem Glauben als Erkenntnismethode zurechtkommen kann. Mit der Einführung der neuen Erkenntnisart, dem Glauben, scheidet sich die natürliche und übernatürliche Philosophie nach deren Erkenntnismitteln und es wird die Frage zu stellen sein, ob ein Übergang von der natürlichen Erkenntnis der Philosophie zur übernatürlichen Philosophie überhaupt ermöglicht ist. Einen Schritt zurück beobachtet Stein die gemeinsamen Erkenntnisprobleme der beiden philosophischen Richtungen und von denen zu gemeinsamen Grundbegriffen zu gelangen und letzten Endes die grundsätzliche Seinsfrage der Philosophie begründen zu können. Den gemeinsamen Punkt zwischen scholastischem Gedankengang und modernen Phänomenologie fand Edelstein in dem Akt der Erkenntnis. Wenn Stein die Erkenntnis in der modernen Philosophie als Wesensschau charakterisiert, als solche Fragen, die für den modernen Erkenntnistheoretiker im Mittelpunkt stehen, etwa die phänomenologische, was ist Erkenntnis ihrem Wesen nach, dann stehen nach dem steinischen Auffassung im Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie von Thomas. Die erkenntnistheoretische Einstellung bei Thomas wird für Edelstein in dem Zusammenhang mit der phänomenologischen Methode eine ontologische Einstellung ergeben. Wie man die Erkenntnis sehe, bestimmen, so kann man es nur, indem man zunächst dem Sein nachgeht. Als Thomas in der ersten Quaestio über die Differenzierung innerhalb der realen Welt schrieb, versteht es Stein als eine Differenzierung der Erkenntnis. Ich zitiere. Diese Differenzierung innerhalb der realen Welt entspricht einer Differenzierung der Erkenntnis. Es ist gar keine allgemeine Definition einer Erkenntnis überhaupt möglich. Alle Erkenntnis ist entweder göttliche oder geschöpfliche und beide lassen sich nicht restlos unter dieselben Bestimmungen zufassen. Ende. Mit der Differenzierung der Erkenntnis zeigt sich nach Stein keine epistemologische Auffassung der Welt, sondern wird das Primat der Erkenntnis in ontologischer Hinsicht verstanden. Wenn der Gegenstand der Erkenntnis in beide Sinne das Seiende ist, dann ist in ontologischer Hinsicht eine weitere Gemeinsamkeit bestimmt, und zwar in beide Fälle die Wahrheitskriterium der Erkenntnis selbst. Ich zitiere. Das Wahre ist das Seiende im Hinblick auf die Erkenntnis. Die Wahrheit, die Übereinstimmung der Erkenntnis und des Seienden. Die Erkenntnis hat ihr Maß an den Dingen, diese aber am göttlichen Geist.
Wahres gibt es vieles, die Wahrheit aber, an der alles gemessen wird, und das ist die Übereinstimmung mit dem göttlichen Geist, ist nur eine. Und da uns durch den göttlichen Geist die Kenntnis der ersten Prinzipien gegeben ist, ist diese erste Wahrheit das, wonach wir alles beurteilen. Zitat Ende. Die Möglichkeit auf das gemeinsame Denken der scholastischen Philosophie und der Phänomenologie ergibt sich aus der Intuition als methodische Bestimmtheit, die in beiden Fällen eine Wesensschau bedeutet. Eine Wesensschau Gottes zum einen und die Wesensschau der natürlichen Dinge zum anderen. Die gemeinsame Welterkenntnis ermöglicht sich dadurch, dass für das menschliche Intellekt die Erkenntnis Gottes aus seinen Wirkungen durch die Erkenntnis der anderen Realitäten der Geschöpfe vermittelt ist und die Phänomenologie selbst ein möglichst universales und möglichst fest begründetes Weltverständnis gewinnen will. Diese Bestimmung der Methode in dem erweiterten Sinn der natürlichen und übernatürlichen Vernunft führt zur Überwindung der Grenze der phänomenologischen und thomistischen Verständnis dadurch, dass sie sowohl bei Thomas als auch bei Husserl die höchste Erkenntnismöglichkeit abzielt und auf die Seinsfrage eine allumfassende methodische Antwort geben will. Der Sinn der Philosophia Perennis verwirklicht sich im Durchgang durch Möglichkeit der christlichen Philosophie in dem Gedankengang von Edelstein am Anfang der 30er Jahre, wo sich die Phänomenologie nicht mehr in der methodologischen Problemstellung verstehen will, vielmehr in der Frage, ob das Christentum mit dem modernen Denken einen Dialog führen kann. Erst in dem Hauptwerk Endliches und Ewiges Sein überwand Edelstein die bisherige methodologische Fragestellung durch die Einbeziehung der Offenbarungssachen in die phänomenologische Welterfahrung. Um eine christliche Philosophie entwickeln zu können, muss aber definiert werden, was unter dem christlichen Zustand der Philosophie und einer gemeinsamen Erkenntnismethode von Philosophie und Theologie zu verstehen sei. Ihre Natur nach ist die Philosophie von ihrem Gegenstand her zu bestimmen. Die Philosophie ist in diesem Sinn die Wissenschaft der menschlichen Erkenntnis, die sich auf die natürlichen Kräfte des menschlichen Geistes stützt und von den Glaubenswahrheiten unabhängig ist. Diese Relevanz der natürlichen Erkenntnis führt uns zur Anerkennung des heiligen Thomas zurück, der in seiner Summa Contra Gentilis auf die Wichtigkeit der natürlichen Erkenntnis hinweist. Ihre Natur und ihrem Zustand nach besitzt demnach die Wissenschaft einen Doppelsinn, der für die Philosophie das lebendige Philosophieren und die dauernde Geisteshaltung bedeutet, für die Theologie ist die Wissenschaft auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Wenngleich es die Natur der Theologie ermöglicht, die göttliche Offenbarung als eine Form der menschlichen Erkenntnis anzunehmen und dadurch einen für die philosophische Erkenntnis offeneren Weg bahnt, ist dennoch eine Scheidung der zwei Wissenschaften gegeben. Die Frage nach der Möglichkeit einer christlichen Philosophie beinhaltet die weitere Frage, ob eine solche Philosophie vorstellbar ist, die sich von der Natur der Theologie aus dem modernen Zustand der Geisteswelt stellt. Es ist klar, dass eine christliche Philosophie die Glaubensfreiheiten als Mittel zur natürlichen Erkenntnis versteht, doch bleibt die Frage, wie die Glaubensfreiheiten für die natürliche Erkenntnis erreichbar sind. So sieht Stein die Relevanz der christlichen Philosophie darin, dass sie in den Offenbarungstatsachen der Theologie Wahrheiten findet, die nicht mit der natürlichen Erkenntnis, jedoch mit Hilfe des Glaubens erkannt werden können. Ich zitiere: Wenn es so nach der Überzeugung des heiligen Thomas von Aquino einen gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Arbeitsgebiet für alle Wahrheitssucher gibt, so ist es ebenso klar, dass für ihn nicht etwa natürliches Wissen und Glauben,
Philosophie und Theologie getrennt nebeneinander stehen, als gingen sie einander nichts an. Zitat Ende. Damit ist es bedeutet, dass der Glaube die Erkenntnisquelle für die christliche Philosophie ist, der sich in der umfassenden Erkenntnis des Seienden auf die Offenbarungstatsachen stützt. So ist die christliche Philosophie nicht bloß Philosophie christlicher Philosophen und eben wenig, so wenig ein zeitweiliges Lehrgebäude christlicher Gedanken, sondern sie bezeichnet darüber hinaus das Ideal eines Perfektum und Vus Rationis, dem es gelungen wäre, die Gesamtheit dessen, was natürliche Vernunft und Offenbarung uns zugänglich machen, zu einer Einheit zusammenzufassen. Und damit beende ich meinen Vortrag und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.